Limburg erhält 435.000 Euro vom niederländischen Staat für verbesserten Brandschutz in mehreren Naturschutzgebieten der Provinz. Beim ersten von zwei Projekten geht es um das Firewatch-System, für das in Deutschland ein intelligentes Kamerasystem entwickelt wurde. Dieses basiert auf Sensoren des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und erkennt Brände bis zu 40 Kilometer Entfernung. Ebenfalls gefördert wird ein Pilotprojekt in de Heldense Bosse, einem feuergefährdeten Gebiet in der Gemeinde Peel-en-Maas. Eine Gebietsanalyse soll einen Einblick in die Situation geben. Danach können wirksame Präventionsmaßnahmen koordiniert werden.